Herzlich willkommen zu den aktuellen Kurzmeldungen. Ausgehend von einer Bürgerpetition hat die Stadt St. Pölten am Sparkassenplatz 4 neue Behindertenparkplätze geschaffen. Hinzu kommen 2 Stellplätze in der Grenzgasse, die nur an Sonntagen genutzt werden können. Der Verein Club 81 sieht darin einen weiteren wichtigen Schritt für mehr Barrierefreiheit in der Innenstadt. Der Ötscher Trail zählt zu den bekanntesten Bergmarathons in Österreich. Nach 2 Jahren Pause wird der Extremlauf vom 27. bis 29. September ein Comeback feiern. Dabei setzen die Organisatoren neben bewährten Bewerben auch auf neue Formate wie ein Vertical Race über die Skipiste und zusätzliche Nachwuchsbewerbe. Der Wildpark Ernstbrunn ist mit 80.000 Besuchern pro Jahr eines der beliebtesten Ausflugsziele im Weinviertel. Mit Unterstützung durch die EcoPlus sollen nun neue Rastplätze und moderne Leitsysteme für Fahrzeuge und Fußgänger errichtet werden. Zusätzlich wird auch der Garten von Schloss Ernstbrunn attraktiviert. Der Gras-Ski-Weltcup hat mit 3 Rennen in Tschechien Station gemacht. Dabei konnte die 19-jährige Niederösterreicherin Lara Tenor ihren ersten Weltcupsieg feiern. Grund zum Jubeln gab es auch für den 21-jährigen Böhmkirchner Sebastian Bosch, der als 2. im Riesentorlauf seinen ersten Podestplatz einfahren konnte. Weiter geht es unter anderem mit diesem Thema. Wir haben in St. Pölten nachgefragt, wie die Menschen ihren Sommerurlaub verbringen. Bleiben Sie dran!